Ich dachte, wir hören mehr über die Zahlen, die Quantitäten, was in den 2000er Jahren abgerissen wurde in Grünau. Ich mache zum Schnelldurchgang. 2002 bis 2005, Frau Meizmann hat es gesagt, es wurde ziemlich wild gefühlt für den Bewohner auch wahllos abgerissen. Das hing damit zusammen, dass die unterschiedlichen Wohnungsunternehmen und Eigentümer hier in Grünau nicht, wie Frau Weizmann auch sagte, an einer Strategie, an einem Generalplan, an einem Masterplan arbeiteten, sondern jeder nach seinen Möglichkeiten agierte und mit ganz unterschiedlichen Strategien an seinen Wohnungsbestand festhielt oder ihn sozusagen auch mit Hilfe der Rückbauförderung abreißen ließ. Das heißt, in den Ende der 2000er Jahre war die Situation in Grünau von Unsicherheiten geprägt für die Bewohner, für die Eigentümer, für die potenziellen Investoren. Um diese Unsicherheit ihr irgendwie Struktur zu geben von Seiten der Stadt, die, wie gesagt, den Wohnungsbestand nicht besaß und nur teilweise durch ihre Tochter, also die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft, Einfluss nehmen konnte, versuchte die Stadt zumindest mit dem Instrument der Rückbauförderung und auch der Aufwertungsförderung irgendwie ein System zu erschaffen. Diese Karte zeigt dieses ganz simple Schema, was man sich sozusagen versucht hat aufzubauen, in einer Phase, wo schon viele Abbrüche stattgefunden haben, muss man sagen. Das heißt, der grün umrandete Bereich WK 1 bis 4 wurde als Kerngebiet definiert, als Kerngebiet, in dem zum damaligen Zeitpunkt schon sehr viele Bestände saniert waren, die Leerstände recht gering waren und wo man gesagt hat, mit Hilfe der Fördermittel möchte man dort keinen weiteren Abriss unterstützen und man möchte hingegen Fördermittel einsetzen für Aufwertung und Modernisierungen. Hingegen im roten Bereich, Sie sehen es auch, es sind benannt auch als Stadtumbaugürtel, das sind die Gebiete, die am weitesten auch entfernt sind vom Wohngebietszentrum, aber auch am weitesten entfernt vom Kern Leipzigs, also von der Altstadt. Dass in diesem Stadtumbaugürtel der geprägt war von höheren Leerständen, von geringerem Sanierungsstand, auch höherer Fluktuation von Eigentümern und Bewohnern, dass man in diesem Stadtumbaugürtel gemäß der Prämisse schrumpfende Stadt, aber schrumpfen auf ein Kerngebiet, dass das als Stadtumbaugürtel definiert wird, in dem durch Fördergelder befördert wird, dass dort abgerissen wird, um dieser sehr unsystematischen Abrisswut teilweise ein System zu geben. Also ein recht schwarz-weiß Schema, bei dem, wie gesagt, die Stadt nur indirekt Einfluss nehmen kann, wie das Weiterbauen oder das Nicht-Weiter-Abreißen in Grünau gesteuert werden kann. 2007 wurde das im Stadtrat beschlossen, nach hitzigen Debatten über fast 2 Jahre. Und es war schon zu einer Zeit, wo recht viel einfach schon weg war. In Summe sind in Grünau etwa 7.700 Wohneinheiten abgebrochen worden in den 2000er Jahren. Im Jahr 2015, also letztes Jahr, wurde offiziell der Abrissstopp in der Gesamtstadt Leipzig sozusagen proklamiert. Das heißt, keine weiteren Fördergelder werden eingesetzt in der Gesamtstadt und somit auch in Grünau für den Abriss. Weiterhin als Rückblick dieser späten 2000er Jahre. Es wurde versucht, wie gesagt, mit Hilfe von Fördergeldern, was können wir als Stadt, die wir eigentlich nur, sagen wir mal, ein bisschen die Scharniere des Stadtteils besitzen oder Einfluss darauf nehmen können. Ich sage jetzt Scharniere im Sinne von, der Wohnungsbestand gehört uns als Stadt nicht. Und somit können wir eigentlich nur an den Funktionsbauten, an den Achsen, an den grünen Wegen oder grünen Systemen Einfluss nehmen. Und der Versuch war, mithilfe eines Förderprogramms, das nennt sich die soziale Stadt, insbesondere die soziale Infrastruktur aufzuwerten. Und es sind aus meiner Sicht gelungene Beispiele dabei. Ich spreche in meinem Vortrag generell, weil unser Thema hier auch heute durchsetzt, sind Sie ja durch Planer, Architekten, insbesondere was Bauen angeht, spreche ich vor allem um bauliche Sachen. Wir haben darüber hinaus ganz viele weiche soziale Themen auch gemacht. Das Programm heißt ja auch Soziale Stadt. Ich spreche vor allem um das Bauliche und die Fotos zeigen auch ein bisschen die Beispiele, was wir geschaffen haben in dieser Zeit, Ende 2009 bis dato. Das heißt, es wurden beispielsweise ein Jugendtheater neu gebaut mit modernem Saal,
inhaltlich ist das Theater schon spitze und hat damit auch einen gebührend guten Ort gefunden, den wir bewusst reingesetzt haben in einen Zentrumsbereich, der schon von Funktionsverlust geprägt war. Das heißt, Geschäfte schlossen, es wurde leerer. Und dazu sagen, wenn schon nicht Handel mehr wirken kann, weil das Allee-Center einfach wie ein Magnet andere Stadtteilzentren einfach mal ausgesogen hat, dann brauchen wir wenigstens andere Funktionen, um dem Entwurf, dem Masterplan gerecht in diesen Zentren Leben halten zu können. Schulen wurde versucht zu sanieren, soweit das in dem Programm möglich ist. Dieses etwas bunte Bild zeigt eine Ecke der Skatehalle, die wir hier in Grünau haben. Ein ehemaliger Transformer für Energie stand leer und eine junge Initiative hat sich bemüht, daraus eine Skatehalle zu machen, die heutzutage die größte und beste Skatehalle im Umkreis von 250 Kilometern ist. Das heißt, ein Einzugsgebiet hat, von dem wir als Grünauer sozusagen auch profitieren, dass Leute nach Grünau gezogen werden, die sonst den Stadtteil gar nicht entdecken würden. Oder auch Sozialeinrichtungen wie das Gebäude des Mehrfachbehindertenverbandes saniert zu haben. Das heißt, die Infrastruktur, die entweder schon da war oder die wir ergänzend gefördert haben, damit das, was am Ende der DDR-Zeit nicht mehr geschaffen worden konnte, also neben den vielen Bauen von Wohnungen, noch diese Scharniere, diese Gelenke, diese Zentren lebens- und funktionstüchtig zu halten, der Versuch sozusagen daran weiterzubauen mit unseren Möglichkeiten. Als Rückblick muss man natürlich auch sagen, die andere Seite dieser Schwarz-Weiß-Strategie, die wir hatten, also was passiert mit den Rückbauflächen, auch da der Versuch mit Hilfe von Fördergeldern in den späten, wie gesagt, 2000er Jahren bis jetzt wenigstens Qualitäten zu schaffen. Denn wir haben meistens in Grünau viele Quantitäten, viel an gleichem Wohnraum und viel an ähnlich, ja, schlecht genutzten Grünraum. Und da Qualitäten wieder zu schaffen, war auch bei den Rücknutzungsförderungen unser Ziel. Beispiele sind hier ganz links sozusagen der Kolonnadengarten, ein Bürgergarten, Gemeinschaftsgarten, wie man ihn sonst vielleicht nur in alternativeren Vierteln der Stadt erwartet. Also war eine kleine Oase, die gar nicht weit von hier entstanden ist mit Hilfe von Förderung. Auch der Kletterturm ist auch so etwas, auch eine Einmaligkeit in Leipzig und Umgebung, dass wir hier sozusagen einen Berg haben, den man ersteigen kann. Das Kuriose dabei ist natürlich, dass wir Plattenbauelemente dafür genommen haben von Abbruchhäusern und die aufgeschichtet ergeben diesen Kletterturm. Auch da ist das Einzugsgebiet deutlich größer als natürlich Grünau. Und die anderen Beispiele, zwei Beispiele, insbesondere der rechte, da muss ich leider sozusagen dieses Baumstumpf zeigen, weil die Bäume, die wir da gepflanzt haben im urbanen Wald auf 4 Hektar großen Gelände, Abbruchgelände, wo vorher die sogenannte Eiger Nordwand stand, 11-geschossige sozusagen lange Zeile, die weggenommen wurde. Und wie gesagt, der Versuch, in einer eigentlich urbanen, also sehr dicht geplanten Struktur eine andere Qualität zu schaffen, die man eigentlich in einem solchen Siedlung überhaupt nicht erwartet, und zwar Wald. Insgesamt ein großes Experiment, viele auch Bundesfördergelder dort reingeflossen, weil man einfach in der Schrumpfungsdiskussion eine ganz andere Struktur und Qualität reinbringen wollte in diesen Stadtteil. Jetzt kommen wir zum Ausblick. Wir haben in Gesamt-Leipzig eine äußerst optimistische und positive Bevölkerungsprognose in den letzten Monaten erhalten für die Gesamtstadt. Und das runtergebrochen auf die Ortsteile und Stadtbezirke heißt auch, dass wir für Grünau ein Wachstum voraussehen und man jetzt in den recht theoretischen Berechnungen, wie das Wachstum für Grünau aussehen kann, nimmt man insbesondere an, weil wir teils noch Leerstände haben, weil wir aber auch viele Abbruchflächen haben, dass eigentlich das Wachstumspotenzial des Stadtteils recht hoch ist, weil wir einfach, wie gesagt, Flächen haben, auf denen man nochmal richtig bauen kann im Vergleich zu schon stark verdichteten Altbauquartieren. Das heißt, für uns, also die größten Abbruchflächen haben wir im sogenannten Stadtumbaugürtel. Das sind die Bereiche, die, wie gesagt, eher am westlichen Rand gelegen sind. Dort ist für uns die spannende Frage, was kann da kommen auf Flächen, die uns als Stadt gar nicht gehören? Und wie können wir das vielleicht auch definieren, was da kommt?
von der anfangs gezeigten Strategie einer Zentralisierung auch von Funktionen, also in diesem Kernbereich, müssen wir jetzt also umdenken in eine ganz andere Strategie, die nicht mehr schwarz-weiß ist sozusagen, sondern eine, wo wir wieder in die Fläche denken, also von Zentralisierungsbestrebungen hin zu Dezentralisierung wieder, beziehungsweise zumindest der Check, haben wir alle Funktionen in jedem Wohnkomplex oder Ortsteil Grünaus weiterhin vorhalten für die dann wieder neu kommende Bevölkerung. Eine ganz große Frage ist aber vor allem für uns die soziale Frage. Wenn Gesamtstadt Leipzig wächst, ist generell das Thema Segregation oder Gentrification, also wie wird sich die Bevölkerung in der Stadt verteilen? Derzeit ist es halt so, dass die Großwohnsiedlungen immer noch die günstigsten Wohnungsbestände in der Gesamtstadt sind. Grünau und Paunsdorf, die beiden sozusagen Großwohnsiedlungen im Osten und im Westen. Das heißt, derzeit ist die große Befürchtung, dass die nach Grünau kommen, und zwar jetzt in die Leerstände, in die bestehenden Gebäude, dass das insbesondere sozial schwache Bevölkerung ist. Dazu muss man sagen, Grünau hat statistisch, wenn Sie in die Daten schauen, jetzt schon einen sozialen Mix, der herausfordernd ist und der uns vor große Fragen stellt, wie wir jetzt schon mit sozusagen einer sozialen Mischung umgehen, die von einem recht sozial stabilen sozusagen Bevölkerung hin zu einem durchmischten und auch teils sozusagen entmischten Situation gekommen sind. Das sind unsere großen Fragen, wie wir als Stadt was steuern können, sozial und vielleicht auch baulich. Wusste ich es doch, jetzt hat es doch ein bisschen was versprengt. Aber es trotzdem kann ich die beiden Beispiele sozusagen, wie wir als Stadt, wie gesagt, versuchen wollen, wenigstens die Funktionseinheiten und die Zentren zu stärken, was da unsere Prioritäten sind in den nächsten Jahren. Das eine ist das Thema Bildungsinfrastruktur. Wir haben durch die starke Stumpfung, wir haben mehr als 50% der Einwohner verloren. Das heißt natürlich auch, mehr als 50% der Schüler und Kindergartenkinder sind verloren gegangen, somit viele leerstehende Gebäude, die wir aber natürlich immer als Potenzial gesehen haben. Denn in den Zeiten der 2000er sind in die leere Gebäude teilweise Privatschulen oder Schulen mit besonderem Profil entstanden, die man auch stadtweit suchen muss. Also Montessori-Schulzentrum ist in Grünau und nicht wie erwartet vielleicht im hippen Plagwitz oder irgendwie sowas gelandet. Also eine Chance. Und jetzt ist es so, dass auch die Stadt wieder Schulgebäude braucht. Das heißt, leerstehende Schulgebäude wie hier an der Kotsche, die haben wieder eine Zukunft, die sind schon wieder in der Schulnetzplanung mit drin. Das heißt, wir bekommen nach einer langen Phase der Deinvestition in Bildungsinfrastruktur hoffentlich bald wieder ganz moderne und die besten Schulen sozusagen der Gesamtstadt. Und ein anderes Thema, Frau Weizmann hat es gesagt, dass, oder auch Herr Horst-Schlawski, wo man zu DDR-Zeiten nicht mehr dazu gekommen ist, ist wirklich das Wohngebietszentrum damit auszustatten, was geplant war. Insbesondere auch mit einem Rathaus. Sie müssen sich vorstellen, die Siedlung hatte zu Hochzeiten mehr als 85.000 Einwohner, also eine selbstständige Stadt, aber es gab gar nicht den Ort, auch nicht den Verwaltungsort, der das alles, wo man hinging, um was zu klären, um was zu steuern oder sich zu treffen. Das heißt, die Idee ist jetzt nicht neben dem Postgebäude ein Rathaus zu bauen, sondern die Frage ist ein bisschen, ob das alte Postgebäude, das nicht weit von hier steht, ob das vielleicht nutzbar ist für ein, wir nennen es aber Bildungs- und Bürgerzentrum, also Rathausaspekt nur der kleine Teil. Großer Teil ist eigentlich das Bildungsangebot, was wir in Grünau schon haben, an einem gut sichtbaren, zentral erreichbaren, niedrigschwellig aufgebauten Standort zu erhalten. Das heißt, die Stadtteilbibliotheken, die Volkshochschulangebote, die Angebote, die wir haben von der Stadterneuerung, das heißt Quartiersmanagement und Arbeitsladen dort reinzubringen und die Leute, neben dem Allee-Center, wenn sie sozusagen fertig sind mit Shoppen, gleich nochmal in die Bibliothek locken können. Anderes wichtiges Thema in Grünau, jetzt mit einem ganz anderen Blick, und zwar einem Blick 2016 in einem sozusagen anderen Wirtschafts- und Arbeitssystem als zu DDR-Planungszeiten. Das Thema Verkehr war ein ganz großes, grundlegendes Thema bei der Gestaltung von Grünau. Die Achsen, einerseits Fußgängerachsen Nord-Süd und die öffentlichen Verkehrsachsen Ost-West. Das Problem ist aber, heute in einem sozusagen kapitalistischen System braucht man für Wohngebietszentrum Sichtbarkeit, Erreichbarkeit, nicht nur mit dem öffentlichen Nahverkehr, sondern auch mit dem Individualverkehr. Aber die Wohngebietszentren, die wir haben, stecken irgendwo versteckt in einem Wohnkomplex. Ihr GPS wird es nicht finden, weil die Straßen so fürchterlich beschrieben sind, dass sie nicht hinfinden. Das heißt, wie können wir solche Verkehrs...
eigentlich Qualitäten einerseits erhalten, aber trotzdem den heutigen Bedingungen anpassen? Das ist eine große Frage. Wie gesagt, teils um die Zentren erreichbar zu halten, aber auch, wenn der Neubau kommt, sozusagen diesen Neubau mit heutigen Verkehrspunkten auch gut erreichbar zu halten. Das heißt, ein heutiger Bewohner eines Neubaus hat andere Verkehrsansprüche als einer zu DDR-Zeiten. Dann ist es immer noch so, Grünau hat eine große Insellage gefühlt, wenn Sie aus Altwest kommen mit dem Fahrrad, da müssen Sie schon ganz schön suchen, wo der Fahrradweg ist, wenn Sie nicht die großen Verkehrsachsenstraßen nehmen wollen, wo es laut ist und stickig. Auch da gilt es, die Übergänge durch das Gewerbegebiet und durch die Gleisanlagen dort sichtbar zu machen. Und wir haben den großen Fund, den Kulkwitzer See im Westen, aber auch da scheint es so, dass der so versteckt bleiben soll, dann muss das nur die Grünauer hinfinden und viele andere nicht. Also insbesondere in diesen beiden Richtungen gilt es, die Wege einfach sichtbarer und leichter auffindbar zu gestalten. Und was ganz wichtig ist, ich hatte gesagt, wir haben eine Verkehrsstruktur, die geht Ost-West und Nord-Süd. Aber was ist für einen Bürger, der mal irgendwie diametral zu einem Ort möchte oder einmal rum möchte? Da ist ein ganz wichtiges Element, das geschaffen wurde durch eine Bürgeridee und durch unser Quartiersmanagement, ist die Idee die Umsetzung eines Quartiersbusses. Ein Bus, der sozusagen das ganze Viertel umfährt und die Zentren dort erreicht und miteinander verbindet. Das ist etwas, was erstmal jetzt hier auf Initiative von Bürgern und mit Finanzierung von Privatiers geschaffen wurde. Aber um das natürlich erhalten zu können, brauchen wir den Nahverkehrsplan, der das auch als festschreibt, dass es auch so bleibt. Nun zu den Maßnahmen des Wohnungsbaus. Sie hat schon gesagt, wir als Stadt haben dort immer nur indirekte Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, denn die Flächen und Gebäude gehören Wohnungsgenossenschaften, Wohnungsunternehmen und der Leipziger Wohnungsbaugesellschaft. Die Diskussionen, die derzeit in der Stadt geführt werden über Verdichtungspotenziale, über Wohnbauflächenausweisung, über Wohnungsbauförderung, die müssen in Grünau eigentlich unter ganz anderen Vorzeichen geführt werden. Ich hatte schon angedeutet, wir haben eine sozial deutlich andere Situation in Grünau als in anderen Gebieten, die derzeit stark wachsen. Und es ist schon die Frage zu stellen, unter dem Gesichtspunkt, welche Mischung wollen wir in Grünau haben? Kann man erreichen durch Neubau oder durch Umbau? Und das stellt natürlich die Wohnungsgenossenschaften eigentlich wie immer und seit den 2000er Jahren, ist die Frage eher an Sie zu richten, wie können Sie mit adäquaten entweder Wohnformen, Umbau- oder Neubauvorhaben eigentlich darauf reagieren, dass wir auch neue Zielgruppen anziehen wollen in Grünau? Einige Beispiele habe ich Ihnen gezeigt, die entweder in der Realisierung sind oder geplant sind oder schon fertig sind, die ein bisschen zeigen, dass Umbau und Neubau was anderes bedeuten kann, auch anderes an Qualität und somit auch an Bewohnerschaft. Ganz links realisiert schon am See mit Blick auf den See sind sozusagen die, Terrassen am Kulkwitzer See, ein Neubauvorhaben. Das Neubau kriegt man heute nicht unter 9 Euro pro Quadratmeter Miete realisiert, das natürlich auch ein Klientel an den See lockt oder nach Grünau lockt, das wir bisher nicht so, jedenfalls nicht so konzentriert in Grünau haben. Die Johanniter im Zentrum gehen auf das Modell des Mehrgenerations, also auch mal andere Zielgruppen miteinander mischen, bewusst mischen, mit Gemeinschaftsräumen auch dabei halten, dass man nicht nur nebeneinander wohnt, sondern miteinander wohnt. Und endlich wieder, nachdem viele Markanten abgerissen wurden, also diese markanten Punkthochhäuser, ist auch ein neues Punkthochhaus in einem Wohngebietszentrum geplant. 2018 wird wahrscheinlich der Bau beginnen. Also eigentlich, viele würden sagen, natürlich die Wiederholung dessen, was wir eigentlich schon hatten. Aber wie gesagt, wir hatten auch andere Zeiten, als die Abbrüche waren. Wenn 50% der Bevölkerung weg sind, muss man auch etwas an der Struktur ändern, vielleicht nicht das, was man gemacht hat, aber man muss so oder so was machen. Also die Frage ist nur, wurde vielleicht bestimmt das Falsche gemacht, aber jetzt muss man, damals musste man reagieren, heute muss man wieder reagieren. Und das sind die Reaktionen der Wohnungseigentümer darauf. Jetzt versuche ich noch abschließend ein bisschen Grünau-spezifisch zu sagen, was wir versuchen zu berücksichtigen, was teils dem großen Masterplan Grünaus auch wieder Bedeutung geben soll, also oder zeigen soll, dass wir es nicht vergessen haben und die Besonderheiten, die zu DDR-Zeiten bei der Planung des Gebiets gedacht waren, auch nicht vergessen zu lassen.
Ich hatte das Thema Orientierung schon gesagt, insbesondere Nicht-Grünauer haben, die müssen immer eine halbe Stunde mehr einplanen, wenn sie einen Ort in Grünau suchen, denn es ist schwer zu finden. Daher unsere Bestreben, Sichtbarkeit herzustellen, Orientierung zu verbessern, das heißt Leitsysteme für Fußgänger, Radfahrer und Autos ist etwas, was wir forcieren wollen. Das kann auch mit besseren Beschreibungen von Orten, Benennung von Orten einhergehen. Wir haben ganz viele Straßen- und Fußgängerachsen in Grünau, aber wir haben nicht einen Platz, der benannt ist. Der Marktplatz heißt nicht mal Marktplatz, also nur, falls man sagt Marktplatz, weil da ab und zu Marktplatz besteht. Aber es gibt nicht, wie gesagt, auch Orte, die zum Beispiel Plätze, die benannt sind. Oder das Thema Wohnkomplex als Bezeichnung. Wir haben die Umfrage gestartet unter den Grünauern. Wer benutzt denn noch das Thema Wohnkomplex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Wer weiß noch, wo was ist? Insbesondere, wie gesagt, die später zugezogenen hantieren mit den Begriffen nicht mehr, sondern nehmen andere Bezeichnungen. Und unsere Abfrage war ein bisschen, Sie sehen das Bild sozusagen mit der handschriftlichen, wie nennen Sie denn Ihren Ort, wie wird das genannt? Die Frage ist ein bisschen dahinter, kann man auch von dem großen, einerseits Grünau-Begriff, der Grünau Ost, West und Nord und Ähnliches bezeichnet und auch den WK-Begriffen wegkommen hin zu anderen Bezeichnungen, die vielleicht auch etwas mit einem anderen Image zu tun haben. Zweiter Punkt ist ein bisschen Historisches, was da ist, was nicht so viel in Grünau gegeben ist, aber das wenigstens zu betonen. Es wurden genannt die Sachsische Villa oder Versuchsanstalt, es wurde genannt die Lindenallee ehemals, jetzt Parkallee oder auch die beiden Parks, die damit verbunden wurden. War schon da und das sollte man nicht vergessen, auch in Schönau, der ganz kleine Rest des Ortskerns. Unsere Idee bleibt weiterhin, also in unserer zukünftigen Planung, diese Parkallee, die rüberführen soll in den Robert-Koch-Bar, auch irgendwann mal wieder zu verbinden mit zum Beispiel einer Fußgängerbrücke. Auch wenn dies uns vor architektonische oder konstruktive Herausforderungen stellt. Und dann ein Thema, das vielleicht einige von Ihnen, die Sie auch Künstler sind, sicherlich ein bisschen interessiert. Grünau hat furchtbar viel Kunst im öffentlichen Raum. Es gibt extra auch Spaziergänge zu dieser Kunst in den Parks, an den öffentlichen Achsen und Plätzen. Und diese Kunst im öffentlichen Raum einerseits wieder hervorzukehren und dort, wo man nicht mehr Zeit und Geld hatte, zu DDR-Zeiten etwas hinzustellen. Oder wie es für den WK8 zum Beispiel transferiert wurde, das dort geplante Denkmal steht jetzt an dem Eingang der Grimmalschen Straße und nicht in Grünau. Und da wenigstens etwas nachzumachen oder zu ersetzen, neue Kunst zu schaffen, um einfach, wie gesagt, diesen Ideen nochmal Gehör zu verschaffen. Abschließend war ja die Frage sozusagen, wie Grünau weiterbauen. Aus meiner profanen Sicht ist es, die objektiven Qualitäten, die Grünau hat, auch besser darstellen. Eine immobilienwirtschaftliche Analyse der Wohnstandorte in Leipzig, wie gesagt, versucht objektiv dran zu gehen, also Grünflächen, Erreichbarkeit von Verkehrsmitteln, Kitas und Schulen, hat ergeben, dass der beste Wohnstandort in Leipzig eigentlich Grünau sein müsste. Nur die Leute nehmen es sich so wahr. Das Image von Grünau ist ziemlich schlecht. Und um das aber Stück für Stück zu transferieren, gilt es halt, diese objektiven Qualitäten stärker hervorzukehren oder nochmal ein bisschen zu transformieren, dass sie sichtbar werden. Die sozialen Herausforderungen in Grünau sind schon groß und werden wahrscheinlich größer. Und die Stadt hat bisher nicht, es ist ja nicht die Stadt alleine, aber die Politik und Verwaltung und auch die Planer haben bisher nicht aus meiner Sicht die ausreichend guten Lösungen oder Herangehensweise an dieses Thema. Und da gilt es ganz stark zusammenzuarbeiten. Und der letzte Punkt, der ist hier nicht so sichtbar, aber auch gut. Was wichtig ist für den Stadtteil weiterhin, ist der Blick und die Tatkraft von Externen mit einem ganz anderen Herkunft und auch Zielrichtung. Und daher bin ich der 21 sehr dankbar, dass Sie heute hier sind und hoffe, Sie kommen auch in den folgenden Jahren wieder. Dankeschön.